Hallo Mahlzeit, da sind wir wieder mit dem Hof nahe, kurz vorm Finale. Dicey Dungeons Reunion. Letztes Mal noch die Aurora besiegt. Jetzt geht's hier weiter mit dem Apfel. Und noch eine Kiste. Stellt Gesundheit wieder her, sehr, sehr gut. Das brauchen wir unbedingt. Haben wir jetzt hier den faulen Apfel, dann haben wir nämlich noch einen Apfel frei. Und dann wieder drüber, damit wir die beiden Shops freilegen. Nutzen wir die Karte. Und da nochmal einfach voll. Und da habe ich sie eine Karte, sehr gut. Ende der Runde jetzt, nö. Genau, noch mehr Damage, nice. Nee, schon Tempostiefel und Sonnenschild. Haben wir schon. Und die kriegen wir auch schon direkt am Anfang des Kampfes. 6, da brauchen wir ungerade. Hier kann man nicht Leben absaugen. Das ist auch nice. Ja, machen wir den weg. Ah, bringt nichts. Schade. Moin geht's, Alter. Machen wir direkt Limit Break. Bei einer 6 eine neue Karte, sehr gut. Eine Karte. Da können wir leben. Gebt 2 Schaden bei gerade. Ich würde da versuchen, eine 4 reinzudrücken. Gerade nichts. Die 6 kommen hier rein, das wäre nice, aber dann ist auch die Runde beendet. Ne, hier kommen wir die 6 rein. Damage. Ja, mach mal die 2 da rein, sicher als halber. Ja, Mann, nice. Übel gut. Aber immer noch 8 Gift, das ist halt echt hässlich. Ja, Mann. Gesundheit absaugen. Eine Karte ziehen. Tschüss, das war's mit ihm. Einen Apfel haben wir freigeschaltet, aber bis zum nächsten Level abdauert's. Das wird jetzt schon wieder knapp mit ihr hier. Und die Banshee machen wir auf jeden Fall zum Schluss. Sonnenschild rein. Ja, eigentlich wäre es schlauer, das habe ich gerade gesehen. Das mit den Tempostiefeln zuerst zu machen, weil wir dann natürlich eine ungerade Zahl, wenn wir eine ungerade Zahl haben, die auch gleich da rein packen können ins Springseil. Kann natürlich sein, dass wir nachher nur noch einen Würfel und das übrig haben und keine ungerade Zahl. Maximal 14 eine Karte, sehr gut, noch mehr. Hier gibt es 6 zurück, sehr gut. Ja, die kommt hier rein, davon haben wir 8 Schaden, ne? Eins. Sie tut da richtig hart pushen mit ihrer Mutter. Aber wir haben schon wieder den Break. Ich hoffe, dass wir jetzt mal was in die bekommen. Hier genau, neue Karte bei einer 6. Ungerade ziehen eine Karte. Ungerade ziehen eine Karte. Karte bei gerade. Schock. Aber hier ist auch nice, wir können hier 2 Schock verpassen. Schon fast nichts mehr. Machen wir lieber hier das. Egal. Up Damage. Ah shit, wir hätten hier noch eine neue Karte ziehen können. Schade.
Ein Schaden. Ja, nochmal drei kann sie machen, dann ist sie durch. Wir müssen absaugen. Warte, genau hier, absaugen. Absaugen. Doch, hier Schock verursachen. Nice, wir können nochmal absaugen. Nice. Maximale Saugung. So, und dann haben wir 4 Geld. Und können wir uns hier noch einen Apfel kaufen. Wir trüben auch noch einen. Ja, Mann. Müssen uns auf jeden Fall safe Apfel kaufen. Weil die Banshee weiß ich, dass sie echt mies ist. Mit so wenig HP haben wir da keine Chance. Aber dann machen wir diesmal... Erst die Tempo-Stiefel. Okay, direkt das Springseil und in der ungeraden Kurve direkt noch eine Karte ziehen. Sehr gut. Ja, jetzt ist egal, alles rein, was geht. Und tschüss. Und gibt eine 6 zurück. Und hier noch eine Karte mit 6. Bild, noch eine Karte. Look, also gruselig was. Okay. Achso, man kann nur 5 Züge machen, deswegen. Ah, okay, das ist der letzte Zauber. Gerade hier ungerade zu einer Karte, sehr gut. Bei gerade noch eine Karte. Hier. Jetzt Damage und eine Mütze. Bam. Und über die Hälfte weg. Naja, absaugen. Und hier Schock auf jeden Fall. War's, ne? Ja, wir können nicht nur 5 Züge, weil sie uns verbuselt hat. Aber geht. Ich hab's hier schwieriger in Erinnerung. Vielleicht ist es gut, das war wahrscheinlich auch auf einer höheren Stufe. Wir spielen ja jetzt wieder auf der ersten Stufe. Ich war in meinem Safe Game damals, wo ich das Standardspiel gespielt habe, war ich ja schon auf der vierten Stufe. Ende einen Würfel ziehende Karte. Mit den Wänden, dann ist es glaube ich eine 5. Eine 5 ist zu hoch. Wenn man über das, dann kriegen wir nämlich die 6. Wir können hier noch eine Karte bekommen. Und noch eine Karte bekommen. Und wenn wir jetzt hier noch wenden. Noch ein Schock und das war's. Auf Wiedersehen, Mademoiselle. Und wir sind Level up. Sehr, sehr gut. Max Level. Und natürlich hier Karte verbessern, unbedingt hier absaugen. Ja, egal, kann uns den Arsch retten. Und hier, was ist das? Kopieren. Wir können eins kopieren. Boah, ich würde sagen, das Sonnenschild, ne? Dann haben wir jede Runde 4. Das wäre richtig OP, ne? Dann haben wir jede Runde 4 Schild. Machen wir. Tschüss. So, wir haben nur eins übrig. Gibt es da noch was für eins? Doch, wir können noch eine Karte verbessern. Plus 4 Schaden. Ja, aber wir endet halt die Runde. Das ist halt das Blöde. Okay, dann können wir uns bis zu 5 heilen. Das ist gut. Mehr Heal auf jeden Fall. Gerade beim Endboss kann es halt echt entscheidend sein. Wenn man da halt gar kein Heal hat. Die Kämpfe können manchmal schon lange dauern, je nachdem, was für Kombinationen für Fähigkeiten die haben. So. Dann erstmal die Tempostiefel. Wir haben hier noch eine Karte bekommen.
Ja, absaugen brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Nein, genau, jetzt haben wir 4 Schild. Aber egal, macht ja auch Schaden. Absaugen. Jetzt nur einen macht, egal. Gut, gehen wir durch. Adios. Dann mach mal mit, ne? So. Weil gerade eine Karte, ne, die ungerade eine Karte ziehen. 6 eine Karte ziehen. Da, 6, sehr gut. Gerade eine Karte ziehen. Spielen. Ja, nice. Gibt eine 6 zurück. Ah, schade. Schade, schade. Vielleicht hätten wir das auch machen können. Egal, wir haben eh voll in HD, deswegen hätte ich es sowieso gemacht. Ihr seht schon, die hat gut. Und wir sind schon die ganze Zeit dauerhaft am Angreifen, alles was geht. Und wir hatten nicht mal 10 HP verloren. Die ist schon heftig unterwegs. Direkt Limit Break rein. Und gerade. Hier. Maximum Damage. Viele Karte, nice. Und gerade. Nice. Absaugen. Hier. Absaugen. Alles was geht, absaugen. Und dann machen wir hier schön 8 Damage noch ins Gesicht. Wie heißt die überhaupt? Ich kann das nicht aussprechen, sorry. Aiwolf oder was? Check ihn nicht. Brauch ich nicht. Noch mehr, wir haben 9 Schild, Alter, wir haben keine Chance mehr. Wir haben volle HP. Kann ich mich nicht erinnern, dass ich schon mal einen Endboss mit vollem HP besiegt habe. Oh, gibt eine 6. Brauchen wir eine 6? Egal. Schade. Ja, 3 Schaden. Okay, Gesundheit wieder erstellen. Würfel wenden. Ungerade. Ungerade. 3 Schaden. Hier. Karte bei 6. Gerade. Und da ist ihn weg. Schade, 3 HP haben gefehlt. Ich sehe, dass du es mal wieder geschafft hast. Du hast deine alten Freunde bestimmt ein bisschen vermisst. Natürlich hat dich keiner von uns vermisst. Aber du darfst das Rad noch einmal drehen, wenn du willst, um der alten Zeiten willen. Nein, danke. Ich habe selbst ein Rad zu Hause. Ich wusste es doch, dass dir irgendetwas hier einfällt. Oder irgendwas hier gefällt. Episode 1 beendet. Ruf nach Reunion. Sehr gut. Nice. Dann würde ich sagen, komm, machen wir noch eine Runde. Krieger ist schwer. Roboter ist sehr schwer. Weiß nicht, sollen wir Erfinderin machen? Ich mag die Erfinderin eigentlich nicht. Die ist eigentlich mein Hasscharakter. Komm, wir machen eine Runde mal mit der Erfinderin. Meine geniale Erfinderin. Der letzte zurückkehrende Champion. Freust du dich, wieder hier zu sein? Ja klar! Ich habe in meinem Schuppen ein Miniaturmodell des Dungeons gebaut. Es ist klasse, noch einen Blick auf das echte Ding zu werfen. Ach, wie fein. So wie ein Puppenhaus? Ja, wie eine Modelleisenbahn. Ich habe alle Etagen und Ebenen, die sich bewegen können. Endlich ergibt es alles einen Sinn. Sinn? Die Dungeons? Meine Dungeons? Die ergeben Sinn? Ja, du willst die Baupläne sehen, die ich gezeichnet habe? Ich hab sie hier irgendwo. Ich glaube nicht, dass ich das will, meine Liebe. Ich will sehen, wie du gegen unendliches, nie zuvor erlebtes Chaos kämpfst, um dich von deinem Übermut zu befreien. Also dann los. Erfinderin, Alter. Was hat sie? Peitsche, Verbrennung bei 6. Duplikat. Achso, aber das ist nicht mit Dings, ne?
Ey, ohne Scheiß, spielt es mal auf der dritten oder vierten Stufe mit der Erfinder. Doch, doch. Seht ihr oben die Würfel? Die Sachen gehen alle kaputt. Ich hab's auf der dritten oder vierten Stufe, aber ich hab's nie geschafft, überhaupt bis ins letzte Level zu kommen, weil ich hatte keine Items mehr. Die waren alle am Arsch. Obwohl ich so oft wie möglich die Dings benutzt habe. Man, es gibt so Items, die ich mal. So, geht wieder weiter. Sorry, hatte eben geklingelt und ich hatte vergessen, das Mikro wieder anzuschalten. Aber jetzt geht's wieder weiter. So. Da müssen wir halt aufpassen, die Sachen gehen halt kaputt, ne? Der hat 14. Wir machen mal erneut würfeln. Ja, das geht schon, das ist schon mal gut, die 5. Genau, die 6. Sehr gut. Also dann machen wir mit ihm hier, machen wir die 6. Babams. Ah, okay, wir kriegen dann wenigstens ein neues. Auch nicht schlecht. Ne, nochmal würfeln. Dann machen wir ihn doppelt. Achso, mindestens eine. Ah, shit. Aber da hätten wir den nicht da benutzen können mit dem Kurzschwert. Ah. Alles hier durchwachse, durchwachse. Wie gesagt, Erfinderin ist einer meiner Hasscharaktere. Alle anderen fand ich echt ganz cool. Aber Erfinderin fand ich mies. Tschüss. Also ich mag schon, wenn es random ist, auf jeden Fall, aber wenn man wenigstens noch selber die Möglichkeit hat zu wählen, was man bekommt. Und das ist ja bei der Erfinderin eigentlich nicht wirklich gegeben. Ich würde sagen, wir machen erstmal ihn hier, den Zauberer. So, jetzt haben wir zum Beispiel, wir haben nichts mehr zum Angreifen. Das heißt, wir müssen die anderen jetzt erstmal verbrauchen. Erhöht bei maximaler Gesundheit Schild. Genau, machen wir das. Okay, da haben wir zwei Schild bekommen, auch nicht schlecht. Machen wir mal ihr Duplikat. Ja, Schwäche. Hat geklappt oder nicht? Wird gar nicht angezeigt. Doch, da haben wir das weg. Alles klar. So, letztes Mal haben wir es ja geschafft mit dem Hof, ne? Beziehungsweise, ne, am Anfang dieser Folge. Ist noch gar nicht so lange her. Macht's. Die zwei nochmal würfeln. Wird immer weniger. Dann tun wir die 3. Ja, braucht mindestens eine 4. Dios. Fokus. Was macht Fokus? Alle Würfel zeigen eine 6. Ja, das bringt mir nichts. Das ist 4. Ja, wir bräuchten eine 4. Hier wäre geil. Komm. Gibt's da nicht. Mal das. Und dann noch das hier. Zweimal. Tschüss. Ich weiß, auf den höheren Ebenen kriegt man auch keine neuen Karten wieder dazu, beziehungsweise Ausrüstungsgegenstände, und dann ist halt richtig mies. Hier. Das haben wir weg.
Schild hinzu, verdoppelt. Ne, brauchen wir auch nicht. Warte mal, wir tun mal hier den E1 nochmal würfeln. Genau, die 4, sehr gut. So. Und jetzt hier 7 Schaden und tschüss. Leerer Platz, okay. Leerer Platz, leerer Platz. Achso, okay. Kein Effekt. Keine Ahnung, was das bringt. Wir können es mal probieren. Was das bringt. Kein Effekt. Ja gut, aber wenn wir es komplett verbrauchen, dann kriegen wir wieder ein neues Item, ne? Vielleicht deswegen. Wir müssen es einfach nur verbrauchen. Hier machen wir maximal 3. Nochmal. Einschilden. Dann können wir eigentlich. Doch, nochmal. Nochmal alles 6er. Wenn ich hiermit 9 Damage reinknallen. Nochmal. Schreibe ich schon weg wieder. Machen wir hier noch Dornen. Tschüss. Zwei Stück kann er machen. Nee, er ist zu dumm. Er ist zu dumm dafür. Aber 6 Schaden. Dann können wir den ja erstmal wegmachen mit der. Ach shit, die 5 hätten wir da reinpacken müssen. Shit. Jetzt machen wir erstmal den hier weg. Kriegen wir da was Neues. Sehr gut. Ich glaube, nach dem Kampf sind wir sowieso wieder Level up, von daher. Ist man da jetzt nicht so. Schwäche. Nein! Oh, ich habe einfach die Runde aus dem Weg beendet. Dammit! Also hier, die 5. Tschüss. Eingefroren. Und hier machen wir noch Schild. Da brauchen wir eine 2. Entweder eine 2 oder eine 5. Ja, nice. 5. Adios. Ja, wir sind eh Level up. Lol, hätten wir schon noch fast verkackt. Ja, aber nochmal leeren Platz. Ich weiß nicht, Ausrüstung verbessern lohnt sich doch eigentlich gar nicht, oder? Oder kommen dann immer bessere Sachen, wenn die kaputt gehen? Wir haben auch keinen Platz, oder? Haben wir, nee, wir haben keinen leeren, Platz, ne? Ach doch. Aber kriegen wir dann immer große wieder oder können wir da auch kleine bekommen? Hm. Keine Ahnung. Ne, gehen wir hier unten. Halte plus 1 maximal HP. Da brauchen wir 3 Dreier. Dann könnten wir insgesamt 3 HP dazu bekommen. Wow, richtig viel. Aber gut, das mit den Schaden-Dings brauchen wir auch nicht unbedingt mit den Dornen. Bei HP haben oder nicht haben. So, jetzt können wir eh nichts machen gerade. Könnten wir so mehrmals neu würfeln. So, aber es wird jetzt gehen, oder? 3 Sechser. Nice. So, dann brauchen wir hier eine 2. Und dann brauchen wir
Mit 5 wäre nice. Ja, nice. Hier, Frost rein. Bam. Geil. Nice, er kann nichts machen. Lul. Wie geil. Kann ich wieder blocken. Zwei Würfel gesperrt, er hat eh nur 2. Ja, aber mit plus 3, wenn er schon eingefroren ist. Egal. Tschüss. Ich press einfach alles weg. Fertig. Weiter geht's. Ich hatte Pirat ist Level 2. Er ist schon Level 3. Okay, dann machen wir erst den Level 2er weg und dann machen wir wieder einen Apfel. Dreihänder-Schwert. Oha! Jetzt machen wir alles rein. Alles rein. 12 Schaden. Nice! Haben wir wieder Fokus, können wir wieder unsere AP erhöhen. So, und dann Schaden plus Schwäche. Nein, hier. Ja, mehr können wir ja nicht, ne? Wir könnten jetzt höchstens die 4 noch würfeln. Nee, da kann man selber auch damit. Das geht ja nicht. Zack, zack. Tschüss. So. Gönnen wir uns hier einen Apfel und dann kommt der Schlüsselmeister, oh je. Das ist glaube ich nicht so easy, wenn ich nicht die Erinnerung habe. Deswegen, da würde ich den Limit Break jetzt eher dafür nehmen, um hier 18 Damage zu machen. Dann haben wir Gesundheit absaugen, sehr gut. Zurücksetzen, was ist das? Zusammen 5 ergeben. Maximal 4. Was sind denn 4? Ja. Nice. Warum bringen wir 4, Digga? Ja, Mann. Wir saugen einfach Gesundheit ab. Und tschüss, wir passen wieder voll. Mal 5 gerade 4 Schaden. Und dann mal schauen, haben wir noch eine 2? Nein, keine 2. Gerade war leider keine gerade mehr dabei. Ah, Digga, der nervt hart. Na gut, wir schauen, haben wir eine 2? Obwohl, das bringt uns nichts, ich würde das lieber aufgeben. Machen wir lieber das hier ungerade. Tschüss. Und Level Up. Sehr gut. Ich regeneriere alle Karten. Oh, das ist gut. Das nehmen wir doch. Und hier Schleimpupf. Abflussmonster. Machen wir erstmal das hier. Gesperrt. Gesperrt Würfel mit 5, machen wir auch noch. Und komplett hier weggesperrt, der Boy. Gefroren auch noch. Zack, zack. Zack. Au. Ne, Verwirrung.
Hat nicht geklappt, oder? Mal hier 9 Feuerschaden machen. Sehr gut. Mal würfeln. 2 wäre nice. Und, hier 5 können wir auch machen. Bam! Boah, da hat nur noch 2 HP. Ja, dann machen wir. Ah, so viel brauchen wir noch gar nicht. Brauchen wir nur eine 3. Nicht so viel Damage verschwenden. Aber gut. Deswegen, wir müssen jetzt unbedingt die Haltbarkeit, ne? Regeneriere alle Karten. Ja, ich denke mal, dass das dann. Das ist eins, das, sie haben alle nur noch 1. Machen wir mal hier jetzt die 2 rein. Den da. Den da. Bands. Dann können wir nämlich die wieder auffüllen. Leerer Platz noch kaufen. Verbessern. Okay. Was haben wir hier? Erhöht die Haltbarkeit eines zufälligen Gegenstandes um 1 zu Beginn jeder Runde. Oh, das ist aber nice. Aber da das mit 5 Sperren ist halt auch übel gut. Das möchte ich eigentlich nicht hergeben. Mal, was können wir verbessern? Das da. Dann können wir gleich 3 Stück da reinknallen. Dann ist das zwar weg. Oh ne, wir brauchen eigentlich nur einen Würfel da reinhauen. Plus 1 Max HP, dann machen wir das da noch und können dann das mit dem anderen wieder aufladen. Let's go. So, nehmen wir den Apfel mit und tschüss. So, da geht's dann nächstes Mal weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.